Es ist soweit. 10. September 2020, 11 Uhr, bundesweiter Warntag. Das heißt, wir warnen Deutschland, Baden-Württemberg, Sie. Über Radio, Fernsehen, Sirenen, Lautsprecherwagen, Werbetafeln, über die sozialen Medien und unsere Warn-App Nina. Wir warnen freilich probehalber. Denn wenn es im Ernstfall mal notwendig wird, wollen wir jetzt schon bestmöglich vorbereitet sein. Schnelle Informationen und bestmöglicher Schutz, das geht Hand in Hand und im Ernstfall zählt jede Sekunde. Daher meine Empfehlung ganz konkret. Sei es ein Großbrand, eine Unwetterlage, eine überregionale Katastrophe. Mit unserer Warn-App Nina sind Sie auch im Alltag immer informiert. Und Nina belästigt Sie nicht. Außer es ist notwendig. Deshalb lade ich Sie ein. Machen Sie mit und schützen Sie sich und Ihre Lieben, egal wo und wann, mit der Sirene in der Hosentasche. Mit unserer Warn-App Nina. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen hier in der Lagezentrale der Senatsinnenverwaltung in Berlin. Auch Berlin beteiligt sich am bundesweiten Warntag. Insbesondere bei unvorhergesehenen Schadensereignissen, also Großbränden beispielsweise oder weiträumigen Stromausfällen, ist eine schnelle und vor allem verlässliche Information der Bevölkerung dringend erforderlich. Es geht darum, sich schnell auf eine Gefahrensituation einstellen zu können und angemessen zu reagieren. Die Sicherheitsbehörden warnen in solchen Fällen über Medien, über soziale Kanäle, Internetseiten, Lautsprecherwagen, digitale Anzeigetafeln und vor allem über die bundesweite Warn-App Nina. Am Warntag am 10. September werden in ganz Deutschland zeitgleich alle analogen und digitalen Warnmelder getestet. Dazu wird es um 11 Uhr in allen Bundesländern einen Probealarm geben. Wir wollen, dass Sie sich mit den unterschiedlichsten Formen einer Warnung vertraut machen und wissen, was im Fall der Fälle zu tun ist. Insbesondere im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz spielt ja Vorsorge eine besonders wichtige Rolle. Deshalb meine Bitte, halten Sie sich auf dem Laufenden. Nutzen Sie die Warn-App Nina und folgen Sie den Sicherheitsbehörden auf den sozialen Kanälen. Ich danke Ihnen herzlich. Am Donnerstag ist es soweit, der Warntag, der gemeinsame Warntag in Deutschland geht in den Bundesländern an die Stadt. Wir werden die Bürgerinnen und Bürger wieder mit Signalen konfrontieren, die aus unterschiedlichen Gründen in der Vergangenheit keine Rolle mehr gespielt haben, aber gerade die letzten Monate und Jahre haben gezeigt, dass wir uns auch auf Unwetter, auf andere Situationen einstellen müssen und nicht jeder hat zu Hause WhatsApp oder sonstige moderne Geräte, sondern einfach viele sind auch noch gerade im ländlichen Bereich angewiesen auf die Signale. Und damit jeder sie beherrscht, wollen wir dieses wieder vermitteln, auch für die Zukunft. Und deswegen ist das ein ganz wichtiges Signal im wahrsten Sinn des Wortes für uns alle, dass wir auch wieder an diese Dinge oder auf diese Dinge zurückgreifen. Denn trotz Facebook und Twitter ist es immer noch wichtig, dass wir auch in Zeiten, wenn kein Strom vorhanden wäre oder sonstiges oder andere Medien ausfallen, wir einfach in der Lage sind, die Bevölkerung zu informieren, um richtig zu reagieren. Und genau dazu dient dieser gemeinsame Warntag deutschlandweit. Und ich freue mich, dass sich so viele daran beteiligen. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 2020, das ist nicht nur das Jahr der Covid-19-Pandemie, es ist auch das Jahr des ersten bundesweiten Warntages seit der Wiedervereinigung. Am 10. September werden deshalb bundesweit über verschiedene Kanäle Probewarnungen verschickt. Das passiert über Sirenen, über Warn-Apps auf Ihrem Smartphone oder über digitale Werbeflächen. Denn, und darum geht es, jeder muss wissen, was er nach einer Warnung tun muss. Er muss die Warnung erkennen, um zu wissen, was er tun kann. Denken Sie an Terroranschläge, an Starkregen, Hochwasser, Bombenentschärfung oder andere Dinge. Und deshalb werden Sie bei drohenden Gefahren gewarnt und informiert, aufmerksam gemacht darauf, dass Informationen bereitstehen dafür, wie Sie sich verhalten können, damit Sie sich eben zu Ihrem eigenen Schutz auf die Gefahr einstellen können. Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen bundesweiten Warntag 2020 und hoffe, dass wir nie in die Situation kommen, wirklich gewarnt werden zu müssen. Am
Am 10. September ist es soweit, dann findet der bundesweit erste Warntag statt. Bundesweit werden Sirenen heulen, werden Warn-Apps piepsen und werden Rundfunkanstalten ihre Sendungen unterbrechen. Rheinland-Pfalz ist natürlich dabei. In Ludwigshafen werden die zentralen Warnkonzepte vorgestellt. Ich werde vor Ort sein. Und gerade die Corona-Pandemie zeigt uns, wie wichtig es ist, dass die Bevölkerung schnell und zuverlässig informiert ist. Nur derjenige, der zuverlässig informiert ist, kann sich auch gut auf eine Notlage vorbereiten. Dementsprechend ist es wichtig, dass Bund, Länder und Kommunen jährlich wiederkehrend ihre verschiedenen Warnsysteme testen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am 10. September 2020 findet erstmals ein bundesweiter Warntag statt. Selbstverständlich ist auch der Freistaat Sachsen dabei. Wir wollen, dass behördliche Warnungen, beispielsweise über Hochwasser, Brände oder Pandemien, jeden Sachsen rechtzeitig erreichen, vor allem auch verstanden werden. Sei es über Warn-Apps oder traditionelle Sirenen. Das kann Menschenleben retten. Die derzeitige Corona-Pandemie zeigt uns, wie wichtig eine frühzeitige Warnung und umfassende Information der Bevölkerung ist. Der bundesweite Warntag soll die sächsische Bevölkerung für das Thema Warnung sensibilisieren. Seien Sie also gewarnt und bleiben Sie stets aufmerksam. Ein herzliches Moin aus Kiel. Selbstverständlich machen wir in Schleswig-Holstein beim ersten bundesweiten Warntag auch mit. Wir wollen es ja nicht hoffen, aber auch wir in Schleswig-Holstein im Land zwischen den Meeren können es nicht verhindern, dass vielleicht mal irgendwas Schreckliches passiert. Wenn es aber mal passieren sollte, wir hoffen es ja nicht, dann soll jeder Mann und jede Frau gut informiert sein und jeder soll wissen, an wen er sich wenden kann. Und deshalb wollen wir das auch noch mal üben. Ich hoffe, dass alle mitmachen beim ersten Warntag am 10. September in diesem Jahr. Vielen Dank und tschüss.